Direkt im Gut Branitz befindet sich die Tagespflege der Johanniter. Auf über 420 Quadratmetern wird hier ein Rundum-Wohlfühlprogramm für Senioren angeboten. Hans Muschig kommt jede Woche her. Für den 91-Jährigen ist vor allem das gesellige Beisammensein wichtig. Ich sitze gerne an diesem Tisch hier habe gerne also Partner, mit denen ich nun schon oft zusammen war und mit denen ich mich unterhalten kann. Thomas Hellmann leitet die Einrichtung. Er und sein Team kümmern sich täglich um bis zu 17 Gäste. Die Johanniter bieten mit ihrer Tagespflege in Branitz eine zusätzliche Betreuungsmöglichkeit. Pflegebedürftige Menschen müssen jetzt nicht gleich in ein Alters- oder Pflegeheim. Sie können länger oder auf Dauer in ihrem eigenen Zuhause wohnen bleiben. Von Vorteil ist, wenn man einen Pflegegrad hat. Ab Pflegegrad 1 gibt es eine gewisse Unterstützung. Ab Pflegegrad 2 gibt es die Pflegepauschalen von der Pflegekasse als Unterstützung. Und die Gäste können von uns gerne von Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr hier an der Tagespflege teilnehmen. Eine Farbe. Jeder Tag ist anders. Dafür sorgt unter anderem Ulrike Teuber. Die Betreuerin achtet darauf, dass sich ihre Gäste je nach gesundheitlicher Verfassung auch sportlich betätigen. Action ist immer hier angesagt, nicht? Beschäftigungen werden viel, viel gemacht, gerade in der Körperbewegung. Es wird viel gemacht für die Motorik, fürs Wissen, Kopftraining. Na, also wir spielen Ball, wir gehen spazieren, dann wird viel gesungen, gerade auch die alten Lieder, die unsere Leute kennen. Diese große Abwechslung schätzt Gertraude Beck. Die 85-Jährige ist seit Mai Gast in der Tagespflege. Erst nur ein Schnuppertag und dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich dann jeden Donnerstag komme. Und jetzt habe ich ja die Pflegestufe, sodass ich Montag und Donnerstag komme. Und ich freue mich riesig schon am Sonntagabend und am Mittwochabend, wenn ich wieder hierher komme. Und damit ich habe immer hier Gesellschaft und immer nette Leute und es ist wie ein Zuhause. Und es ist sehr schön. Alle Räume sind barrierefrei und seniorengerecht ausgestattet. Auf eine hochwertige Einrichtung wurde viel Wert gelegt. Die Gäste sollen sich ja hier wie zu Hause fühlen. Sehr schön. In einem eigens hergerichteten Therapieraum gibt es zusätzliche Gesundheitsangebote. Zu uns ins Haus kommen auch von außerhalb Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie. Und damit die Privatsphäre geachtet wird, haben wir noch diesen speziellen Therapieraum eingerichtet. Mittelpunkt der Tagespflege bildet die Wohn- und Essküche. Hier wird täglich warmes Essen zubereitet und serviert. An warmen Tagen kann auch die Terrasse mitgenutzt werden. In den Sommermonaten ist sie der Lieblingsplatz vieler Gäste. Jetzt zu Beginn der kalten Jahreszeit bleiben die Senioren aber lieber im Warmen und machen es sich dort gemütlich. Ich möchte so gern noch bleiben, aber der Wagen, der rollt